Jose wieder. Boah, Pokémon Soul Link Pearl Challenge, Christian. Ich werde jetzt nur noch ohne Turbo-Treter laufen und in ganz kleinen Abschnitten immer nur so Tipp, 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 Tipp. Und Tipp. Ich laufe jetzt nur mit Turbo-Tretern und mit High-Speed. Okay, dann mach ich das auch, dann hol ich dich auf mit dem Fahrrad. Und warum haben wir das eigentlich nicht Jan-Link-Challenge genannt? Weil ich meine, ich bin mit Jan verlinkt. Und bei mir ist dann die Chris-Link-Challenge. Ja. Hallo Lucia. Hallo Lucia. Jetzt darf ich wieder ein bisschen überheblich sein. Aha, wie immer, Jan. Jan, Chris, nehmt ihr die Herausforderung in den Arenen an? Ihr habt ja sowas nötig. Ach, du wirst von Mal zu Mal stärker? Ah, nee, das kommt mir nur so vor. Ach, was ich hier mache? Ach, ich war einkaufen im Kaufhaus. Für mein ganzes Geld. Für das ganze Geld, was ich sowieso habe, weil ich jeden Trainer eh one-hitten kann. Ach, nebenbei arbeite ich am Pokédex. Meistens lege ich mir irgendwelche Sklaven an, die das für mich machen, aber naja. Man sieht sich später. Ich muss noch mein ganzes Geld ausgeben. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Mein ganzes Geld. Gib mir gefälligst was ab, verdammt. Und wir gehen erstmal nicht in die Arena. Genau, denn die sind zu krank und haben Kampf-Pokémon. Kampf-Pokémon sind Gefahr. Und deswegen gehen wir erstmal auf die nächste Route und prügeln uns bis zur nächsten Stadt einmal durch. Genau, damit wir quasi, eventuell können wir es ja sogar so lustig, da steht ein Galaktik-Typ rum. Und da unten steht ein Psycho, glaube ich, rum. Pack mal, wo ist die nächste Stadt überhaupt? Und willst du, gibt's, warte mal, es gibt nur einen Ausgang, oder? Ja. Einfach nur nach unten raus. Ich muss mir echt mal eben die Map angucken. Ich habe die gar nicht im Kopf. Wäre auch ekelhaft, wenn man so eine Map im Kopf hat. Hast du schon mal eine Map im Kopf? Manchmal. Psycho Ariana. Ach, da sind wir. Um Gottes Willen. Wir gehen ja, steuern ja auf den ersten See zu. Ja. Nebulak Level 22. Jan, ich habe gerade eben einen Stift in meinem Gesicht gefunden. Das ist cool. Der Nachtnebel tut schon so ein bisschen weh. Ja. Name als einziges Level 26. Der Wahnsinn, Leute. Die Sache ist, was kann Nebulak auf dem Level noch alles, außer Nachtnebel und Schlecker? Fluch. Also es kann sich selbst killen. Eventuell. Wenn es Bock drauf hat. Ich heil mal sicherheitshalber. Die Frage ist, Jan, hast du da Bock drauf? Nein. So, Axel, du wirst das Ding ja wohl besiegen können mit einem krassen Drachenwutangriff. Also du wirst ja wohl schneller sein. Ja gut, hätte mich auch gewundert jetzt. Ah, es kann Konfusstrahl. Das nervt natürlich. Mich nervt es ein bisschen, dass die Pokémon alle mittlerweile so viel KP haben, dass sie in deine Drachenwut gerade so überleben. So gerade so den Two-Hit überleben? Ja, oder? Es ist gerade so ein Two-Hit. Also es wäre fast ein One-Hit quasi. Ah, so meinst du das. Ach, Dr. House, verletzt sich doch nicht selbst. Es tut doch weh. So, das Nebulak ist auf jeden Fall schon mal weggenebelt. Holen wir mal Ridley raus. Nicht Nebulak. Dr. House ist verwirrt gerade. Oh, ein Traunfugier. Dr. House verwirrt. Ich glaube, da ist er gerade wahrscheinlich in seiner Entzugsphase. Wie der Tiefschlag einsetzen wollte. Was? Mit Nebulak? Ja! Richtig, richtiger Frechdachs. Der wollte mich damit finishen. Hätte ich nochmal angegriffen. Hätte das gereicht? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht bei Nebulaks Angriff, aber trotzdem. Er wollte es versuchen. Ich bin verwirrt und mein Gegner macht Horrorblick. Ich glaube, ich bleib. Axel, bitte snap out of it. Danke. Ich mache den Rest einfach mit Ridley jetzt. Ich habe mir noch gar nicht überlegt, wen ich in den Arenen benutzen möchte, ehrlich gesagt. Also für die Kampfarena wäre es bei mir Ridley und Genie wahrscheinlich. Wobei hauptsächlich Ridley, der einfach alles wegflügel schlägt. Bei mir wahrscheinlich Osaka. Kenpachi wäre auch wieder eine Wahl, weil Kenpachi, ne, mittlerweile. Ja, Kenpachi wäre eine ziemlich gute Wahl, weil direkt doppelte Resistenz. Ja, und könnte bitte Verwirrung nach 4 Runden auch mal aufwenden. Ich habe mich nur einmal selbst verletzt, also würde ich mich nicht beschweren. Ach nee, komm mir nicht wieder mit Kadabra an. Was war das denn für eine Stimme gerade? Komm mir nicht wieder mit Kadabra. So, hier, Wario. Du klangst halt wie so ein Zauberer. Ein Magician. Ja. Mit Jishin Jan. Wäre das nicht was für dich? Wie der ein Wunderauge predicted hat. Moment, das hat irgendwie keinen Sinn ergeben. Ich wollte gerade sagen, Moment, was? Wie der Wunderauge eingesetzt hat, diese Sacknaht. Jan, du musst einfach selber ein Wunderauge haben. Wusstet ihr, dass Jan in der Schulzeit früher so genannt wurde? Das Wunderauge? Ich war halt, der kann Psystrahl. Das liegt daran, weil Jan der Beste im Spicken war. Alter, tut das weh. Dieses Kadabra macht mir Angst. Ich bin sehr froh gerade wieder über den Moment, dass ich halt ein Pokémon habe, was die Psychoattacke vielfach resistet.
Ich habe zwar etwas gegen das Psychoattacken unwirksam sind, aber... Alter, was ist das? Ich wechsle gerade wieder aus, er macht instant Wunderauge auf Mario. Der predicted jeden meiner Wechsel. Die will dich richtig natzen, glaube ich. Ja. Das gefällt mir nicht. Du hast es aber noch im Griff, oder? Ne? Jedes Pokémon, auf das ich wechseln könnte, ist leider schon angeschlagen. Also wäre das die erste Gen, wüsste ich auch genau, warum das jetzt die ganze Zeit ist, weil in der ersten Gen war das ja noch richtig cheaterhaft. Die Pokémon, also die Gegner haben ja erst dann ihre Eingabe gemacht, wenn nach deinem Zug quasi. Wie viel Schaden hat das denn gemacht? So, Leute, also alle bei Jan reinschauen gerade, wird glaube ich spannend bei ihm. Hier ist eine Höhle sogar nochmal, ne? Also ist das? Ridley würde das überleben. Hoffentlich. Gut, mach keinen Quatsch. Das ist die Maniac-Höhle. Maniac-Höhle? Ja, gibt's ja Pokémon. Oh, schön, Schaufler. Das ist praktisch. Schaufler. Alter, das tat weh. Ich sehe schon kommen, wenn ich mich jetzt heile, Heil-Item Nummer 1 nebenbei, oder? Habe ich vorher schon geheilt, in diesem Kampf. Deadpool kann sogar Schaufler lernen. Kenpachi auch. Für Kenpachi wäre es sogar auch cool, aber ich weiß, dass Kenpachi bald leider rausgenommen wird. Aufgrund des Wunsches meines Mitspielers. Ach, jetzt machst du kein Wunderauge. Wie kommt das denn? Ich mach mal Flügelschlag. Der will Inkognito sehen, oder was? Nee, du kriegst kein Inkognito. Verschwinde! Gut. Aber in der Maniac-Höhle. Geh unbedingt in die Maniac-Höhle, Jan, weil sonst verpasst du Dinge, die man verpassen könnte. Ich geh erstmal heilen. Alter, dieses Kadaver. Aber ist weg, ja? Ja. Okay. Alter, ne? Ich wechsle ja, ganz dankbar, okay, setz mal Wario ein, das ist ein Unlicht-Pokémon. Ich wechsle Wunderauge. Natürlich, okay. Instant. Vor allem bei Wario, was einfach Gift-Typ ist als zweit. Ja, wechseln wir halt wieder aus. Kriege einen dicken Schlag ab, okay. Wechseln wir wieder Wario rein. Wunderauge. Weder predicted hat. Und wenn ich dann drin bleibe, dann macht er Konfusion. Er hat einfach keinen Bock gehabt. Jonas ist übrigens direkt noch ein Psycho, glaube ich. Sieg oder Niederlage, wer weiß schon, wie es ausgehen wird. Wow, es wird kein Freundschaftsspiel. Wir sind doch keine Freunde, Junge, also laber nicht so. Tu nicht so, als wäre... Achso, das ist ein Gambler. Oh, schon gut. Alles klar, das ist gar kein Psycho. Also bei jedem Psycho werde ich jetzt automatisch direkt Dingens vorne lassen. Wario, weil da habe ich zumindest eine Runde Zeit, wo ich Raub einsetzen kann. Jan? Ja? Weißt du, was gerade eingesetzt wurde? Was? Golini. Geil. Ja. Konfusion! Oh, Goldini macht Rechtschläge. Ich war anscheinend unanständig. Und ich zerfetze es einfach in den Luft mit meinen psychokinetischen Kräften! Ja! Das ist der Typ, der meinte, wo die Leute in den Kommentaren meinten, der gräbt sich bis zu dieser einen Höhle durch, da bei der anderen Höhle und... Ne? Ja. Aber wie gesagt, da liegt Schaufler. Jan, Schaufler, glaubst du das? Habe ich da gerade mitgenommen. So, Goldini hast du gesagt als erstes. Schaufler wäre gut für deinen von Nodoka, ne? Nodoka. Ja. Aber ich glaube, es wird sogar bald Sand. Wobei Sandgrab nicht sogar eine spezielle Attacke? Nein. Sandgrab ist physisch. Okay. Jan, ey. So. Ich habe ein Level-Up bekommen. Wie findest du das? Uppig. Oh, das ist ja üppig, das Level-Up. Oh Gott. Quasi. Goldini-Attacke hier. Was ist da los? Nur Goldinis hat der. Das ist schon das zweite. Ich zerschnibbel das einfach. Boah, ich schocke sie. Dreschfleckel vor allem. Ja, Dreschfleckel. Dreschfliegel klingt irgendwie brutaler, als es ist. Irgendwie, selbst wenn die wenig KP haben, macht Dreschfleckel bei mir nie viel Schaden. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum. Bodycheck. Ich will kaputt. Das Problem ist, ich 3-Hit-KO die nur mit Metang. Das ist ein bisschen... Blob. Boah, ich hab jetzt einfach mal Big Boss rausgeholt, der One-Hit die alle mit Funkensprung. Oh, Edward, bitte nicht daneben schlagen. Also Big Boss ist auch so mehr oder weniger meine Geheimwaffe für die vierte Arena. Ja. Und? Weil es männlich ist. Und weil es ein Elektro-Pokémon ist für die Wasser-Arena. Achso, du redest von der vierten Arena, stimmt. Ja, die reguläre. Apropos, Jan. Ja. Hättest du, weil du eine Pokémon-Fähigkeit hättest du dann Regulierung oder was Cooles? Speckschicht. Das ist gut, das ist eine ziemlich starke Fähigkeit. Das stimmt, ich bin dann immun gegen Kälte und Hitze. Ich hätte saumselig. Das passt. Weil saumselig bin ich jeden Morgen.
Ja, das passt zu dir. Also den Effekt quasi, musst du dir vorstellen, von ich brauche erst 5 Stunden quasi, um in Fahrt zu kommen. Wollen wir ein neues Pokémon fangen? Ja. Na dann, ab ins Gras. Was kommt? Ich prügel mich hier gerade noch mit den Goldinis. Achso, dann warte ich noch. Dann fliege ich währenddessen die Beeren da oben. Irgendwie ist das Horn komisch platziert. Könnt ihr auch was anderes außer Dreschfliegel? Der hat mir jetzt so auf den Hintern versohlt, ich kann gar nicht mehr sitzen gleich für 12 Wochen. Das sind 3 Monate, Leute, überlegt euch das mal. Das ist ein Vierteljahr. Das ist eine ganze Menge. So, der Satz, den jeder Mathematiker hasst, das ist eine ganze Menge. Wurde mir mal gesagt, als ich das mal gesagt habe, Leute, rechnet mal, keine Ahnung, 100 und 100 zusammen, das ist eine ganze Menge. Dann wurde mir gesagt, das ist 200, nicht eine ganze Menge. Und ich so, okay. Wildes Noctu. Species Claws. Species Claws? Natu. Noctu. Ach, Noctu. Oh, ich dachte Xatu gerade irgendwie. Ja, dann. Ich wollte gerade sagen, Species Claws? Was? Habe ich verpasst. Was will der, ey? Dann fangen wir uns mal ein Noctu. Ich habe wieder die Namensliste nicht aufgemacht, fällt mir gerade ein. Ich habe so offen. Okay. Weiblich oder männlich? Männlich natürlich. Alter, mache ich viel Schaden. Also nicht. Nenn es einfach Otacon. Okay. Ist zwar kein einer meiner Lieblingscharaktere aus Metal Gear, aber keine Ahnung. Er ist klug, Noctu sieht klug aus, passt. Und es ist kein Mann mehr frei außer Solid Snake und der passt nicht. Okay. Ich habe ein Kinoso. Gut. Species Claws. Ja. Species Claws activated! So, Highlight Nummer 1. Flucht gescheitert. Oh, ist jetzt Sonntag rein, das heißt, jetzt wird es hübsch. Also ich habe noch kein hübsches. Oh, wie süß das aussieht. Oh mein Gott, warum ist Kinoso so unglaublich knuffig eigentlich? Ich habe halt auch eins. Das kann doch nicht Meteorologe, oder? Ist eine gute Frage. Weiß nicht, meins konnte es nicht. Aber meins ist noch kein Kinoso, ist noch ein Kikugi. Ich habe gerade Angst. Ich switch mal zu Axel. Lieber, vorsichtshalber. Ich schmeiß mal den Ball jetzt einfach. Hier, Superball los. Das hat gerade mein Dr. House eingeschläfert. Immer wenn du irgendwas sagst, was mit Dr. House passiert, das muss ich total lachen. Aber ich hab Noctu gefangen. Das war viel Schaden. Lässt du das bitte? Wenn das ein Crit war. Du könntest mich auch einfach fliehen lassen. Dankeschön. Irgendwie die größte Challenge für mich ist immer, mit meinen Pokémon mal wegzukommen. So, wie war das? Otacon? Hier wird Otacon, der geschrieben. Ja. O-T-A. K-O-N, glaube ich, wie man es spricht. Ich weiß es nicht. 100%. Wenn nicht, wir werden sicher noch korrigiert. Genau, sonst werden wir sicherlich korrigiert. So, Otacon ist auf dem PC. Ich gehe mal eben hin und kann nebenbei mal meinen Enton heilen. So, was bekomme ich? Ein. Alter, das ist doch nicht wahr. Was denn? Ein Schelke rein. Ja, ne? Ja, ne? Der Starter-Trainer, Leute. Was hatte ich denn jetzt bitte alles schon? Glutexo, Shillock, Mewtwo Tentoxa. Mewtwo Tentoxa? Achso, stimmt. Glutexo, Shillock, Mewtwo Tentoxa, Aerodactyl. Ich habe kurz überlegt, was will der von mir? Du hast okay. Bisasam hast du, glaube ich, auch noch. Ja, Plinfer habe ich gesehen. So, ich gucke mir mal kurz Otacon an. Wildes Panpyro habe ich gesehen. Es ist locker und nickt oft ein. Au! Tut sehr weh. Halber Schaden. Was zum Teufel? Gut, das war schon wieder ein Crit, aber... warte mal. Ich habe jetzt sogar für 55% mit Drachenwut gemacht. Meinst du, Kenpachi kann nochmal Nachtnebel machen mit 24 KP? Ich meine, 55% sind 40 KP, ne? Ungefähr, ja. Wie viel hat Kenpachi dann? 24? Boah. Selbst wenn es die Hälfte wäre mit 20 KP, das sind dann 27%. Also sagen wir 30 vielleicht, dann das passt auf jeden Fall dann. So, dann knibbel ich drauf. Der Starter-Trainer. Panpyro-Wildes habe ich übrigens auch schon gesehen. Hydropie habe ich gefangen. So, Dr. House, du darfst jetzt diesen Typen da mal umprügeln. Was auch immer der hat. Hoffentlich. Nachtnebel! Fluch! Okay. Ich habe kurz Angst gehabt, aber ist ja kein Geist. Pokémon-Sammler Lorenz. Setzt Ponita ein. Ah, endlich mal ein richtiges Pokémon vorne.
Das Problem ist, ich kann es nicht einschläfern, weil ich sicherlich nicht in einen fluchgeboosteten Biss mein Traumato reinschicken werde. Nein. Komm, Premierball, weil du ein epischer Starter bist, wie... Du bist zwar echt nicht hübsch, also Shellcrain und Shellas finde ich beide nicht so pralle, aber Shellterra ist cool. Ja, Shellterra ist super episch. Es geht schon wieder los. Ich glaube, ich werfe einen verdreckten Hyperball und tu mir das gar nicht erst an. Au. Das tut alles entschieden weh. Zu viel weh. Sehr weh. Hyperball. Ja, genau. Wackel dreimal und brich dann raus. Aus dem Hyperball. Ja. Ah, egal, das war jetzt der zweite Ball, ne? Aber ich habe schon direkt wieder Angst. Ich habe direkt wieder Panik. Ich denke nämlich direkt wieder an das, was uns da passiert ist. Vor zwei Parts. Also der Typ, der nebenbei unten rumläuft, der hat Ponitas. Okay. Viele Ponitas. Ich muss sagen, ich habe zwar coole Pokémon bisher, aber von den Fangversuchen selbst, ne? Ist ja schon einige sehr abenteuerliche dabei gewesen. Aber egal, Schelkereien wurde gefangen. Es ist übrigens weiblich, sehe ich gerade. Eine weibliche Pflanze. Als Starter. Seine Schale ist hart. Jetzt, wo du sagst, ja. Pokémon naschen von den Beeren in den Bäumen auf seinem Rücken. Irgendein weibliches Ding, was mit... Also Evangeline ist ein Vampir und das Ding ist eine Pflanze und saugt bestimmt mit Absorber rum. Das passt nicht so wirklich. Okay. Mulbrook, wenn ich nicht weiß, wer das ist. Sieht aus, als würde es viel schlafen, nennt es Mulbrook. Okay. Ich muss mir gleich mal Bilder angucken davon. Weißt du, diese Ponitas, ne? Haben wir effektiv bei drei Ponitas nur eins Schaden gemacht. So, Mulbrook aus Lamulana. Glut, Rutenschlag, Heuler, Heuler, Heuler. Mehr haben diese Ponitas nicht hinbekommen gegen Dr. House. Die haben quasi nur angeheult. Die haben nur rumgeheult. Ich glaube, die mache ich einfach mal flink mit Samus. Mit Samus? Was? So eine Samus bräuchten wir auch noch im Team. Ja, wir haben einen Ridley. Eigentlich bräuchte ich eine Samus, aber du fängst ja nur Kerle. Wobei, nee, warte mal. Andersrum. Da hat seine Samus jetzt theoretisch gehabt, ne? Ja. Was? Dann hast du ein Pokédex? Ist das der Typ? Ja, der hat die Ponitas. Wir sollten ihn Ponitino nennen. Also sein Vorname ist dann Tino. Toni Ponitino? Moment. Ponitatino quasi. Ponitatino klingt schon fast wie ein eigenständiges Pokémon. Konfusion! Ich wollte eigentlich so lange brüllen, bis es besiegt ist, aber es wäre nur ein 3-Hit-KO, deswegen lasse ich das lieber. Das hat ein bisschen gedauert, ja. Es hat ein bisschen schwindelig geworden, muss ich sagen. Dann packe ich einmal Noduka nach vorne und dann kommt erstmal direkt ein Pflanzen-Pokémon. Kennst du das? Du bist so random, dass dir auf einmal schwindelig wird? Manchmal ja. Ja, ist mir gerade passiert. Wieso tust du sowas? Weiß ich nicht, weil Traumato einen lustigen Rüssel hat. Der ist wirklich lustig. Oh, come on. Das reicht nicht. Es reicht nicht. Nein, es reicht nicht. Komm schon, box dich selbst. Du bist ein Die Dame oder drunter hat nebenbei ein Burma-Dame in der Pflanzenform. Was hat die Dame drunter? Eine Burma-Dame. Die Dame hat ein Burma-Dame. Drunter. Also als Unterwäsche. Genau. Sprich, nice. Wenn du ihr den Rock hochhebst, guck dich so ein kleiner Rüst. Moment. Ich mach das potenziell. Wow. Wow, Jan. Wow. Ich mach das potenziell sowieso immer, wenn ich jemand Neues kennenlerne. Hallo, erstmal Unterwäsche angucken. Bei jedem. Und dann siehst du den kleinen Rüssel da raushängen. Wieso? Jetzt guck dir das Burma-Dame mal an, da hängt was raus. Ja. Mit dir hängt auch manchmal was raus. So, Konfusion! So. Du siehst aus wie ein Psycho. Moment. Wir passen gleich zu Ende, ja? Holy shit! Okay, ich sollte Rutenschlag nicht unterschätzen. Der Stampfer hat mir ohne Volltreffer einfach mal über die Hälfte abgezogen. What? Was für ein Roll gerade? Der Konfusion davor hat gefühlt das doppelte Schaden angerichtet. Deine Rolls immer, ne? Es ist wirklich ein Psycho. Oh, gut, dass ich Wario nach vorne noch gesetzt. Der heißt Eckbert. Ja, warum nicht? Das heißt, du bist gleich schon wieder zwei Trainer vor mir, Jan. Was soll denn das? Ja, der hat einen Alpollo, der Typ. Oha, oha. Mit Tiefschlag, ja Gott. Aber dafür habe ich den Blubstrahl. Blub, 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 blub. Es hat mehr Schaden gemacht als erwartet, der Tiefschlag von Alpollo. Ja, Tiefschlag hat aber noch einen Schlag von 80. Das ist nicht zu unterschätzen. Das hat mir 9 KP Schaden gemacht.
Ja. Ich hätte weniger erwartet, aber es war eh Raub One-Hit. Ich hatte vorhin Gyros. Also hat Varium quasi. Oh, Kadabra! Immer und immer wieder läuft's auf Kadabra hinaus. Da, Wunder, okay. Aber diesmal habe ich Vario direkt drin. Ich raub ihm jetzt auch sein Leben aus. Ist er down? Weiß ich nicht. Bestimmt. Ja. Gut. Kadabra, please. Easy. Boah, diese Ponita, warum machen die so viel Schaden in ihrem Stampfer? Bei mir haben die nie Stampfer eingesetzt. Bei mir haben die nur geheult. Du geheult, bei mir schlagen wir nur ihren Schweif. Warte mal, wenn Ponita Rutenschlag macht, müsste das nicht eigentlich auch total wehtun, weil er, naja, der Schweif besteht aus Feuer. Eigentlich ja schon. Wobei Ponitas Flammen ja nicht immer heiß sind irgendwie oder so. Wie war das noch? Also Ash hatte, hat auch nur Ponita geritten, ne? Ja, aber nur weil, aber hat am Anfang geritten. Nicht. Ja. So, ich gehe nochmal zurück ins Pokémon Center und dann stelle ich mich unten wieder irgendwo auf die Route und werde dann schon wieder aufholen bald, Jan. Ja, ich bin ja, wie gesagt, das sind... Die eine hat nur einen Bumadame, der andere hat Nebulak und einen Kadabra, das ist schnell besiegt. So. Aber ich gehe auch eben hoch und heilen. Jan, erzähl mir mal bitte kurz, bevor wir den Part beenden, das Geilste, was dir heute passiert ist. Genau das. Das kann ich nachvollziehen. Das ist mir eh nicht passiert, tatsächlich. Ja. Jo. Kannst du dann, dass man einen Pokémon Perl... Also ja, generell in Sinnoh super viele Pokémon fangen kann. Also für so Nuzlocke irgendwie. Wenn ich bedenke, bei Schwarz dauert das einfach ewig, bis du mal 6 Pokémon hast. Also gefühlt ewig. Ja. Wenn ich mal auf die Karte gucke, wie viele Routen wir so am Anfang alleine schon haben, ne? So, Fräulein, ich stehe jetzt quasi... Stell mich so dahin, als würde es so aussehen, als würde ich mit dir smalltalken. Mit der Dame, mit der Burma-Dame? Oder nein, ich stelle mich so hinter sie und linse sie so an, so... Die Burma-Dame-Dame. Die Burma-Dame-Dame. Hat sie nur Burma-Dame? Ja. Was ist mit ihr los? Die Burma-Dame-Quadrat. So, Leute, das war Pokémon. Perl. Soling Challenge für heute. Zu schnell, zu schnell, zu schnell. Beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.